Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meinen Müll für dich, den ich quasi, ja, jetzt einen Monat gesammelt habe. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen die Produkte mit mir Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau. Ich bin noch so gedanklich irgendwie total durcheinander. Aber gut, alles ist gut. Ja, wir schaffen das. Wow, weil es draußen gerade anfängt zu gewittern und eigentlich wollte ich gerade mit Sammy, Julius und Schatzi spazieren gehen. Nee, besser nicht. Es ist gerade stockendunkel draußen geworden um 5:30 und es hat gerade auch gerummelt. Deswegen liegt Sammy hier auch bei mir. Wir machen hier einen ganz entspannten, Leute. Ne? Das kriegen wir schon hin. Ich habe hier meinen Müll, wie gesagt, und den möchte ich euch einfach zeigen. Ich sammle das einfach, was so über einen Monat leer geht. Ne? Das kommt dann immer hier so in meine Kiste rein, das Schätzelein. Und ich habe tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen mehr Haushalt auch mal mit reingepackt. Und ja, zeige euch das einfach und erzähle ein bisschen was dazu, um euch vor Fehlkäufen zu bewahren oder euch Produktempfehlungen zu geben. Und einfach so meine persönliche Meinung. Natürlich, ne, nicht alles ist mit euren Meinungen wahrscheinlich deckend. Ich habe eine sehr trockene, sehr sensible Haut und habe dann vielleicht in manchen Sachen ein anderes Bedürfnis oder so einen anderen Anspruch. Ich weiß es nicht, ne? Und jo. Aber das ist jetzt einfach meine Meinung in diesem Video. Ihr werdet in diesem Video natürlich auch Produkte von meinen Kooperationspartnern finden. Ich habe zum Beispiel gerade, müsste noch heute aktiv sein, Beauty Claudi bei Dalton. Da kriegst du 20% Rabatt auf alles. Schau da gerne einfach mal vorbei. Habe ich in der Infobox verlinkt. Dann von Beauty Mates müsste ich auch noch das ein oder andere Produkt hier drin haben. Da habe ich aktuell Claudi 30. Da bekommst du 30% Rabatt. Von Yepoda habe ich auch hier das ein oder andere Produkt drin enthalten. Da ist der Code 30 Claudis Welt. Da kriegst du 30% Rabatt auf das komplette Sortiment. Habe ich hier noch was? Müssen wir mal gucken. Purish wahrscheinlich auch. Genau, mit Purish habe ich gerade eine richtig heiße Nummer am Laufen, Leute. Da kriegt ihr 20% Rabatt auf das komplette Sortiment. Gönnt ihr auf jeden Fall hart. So. So viel zu Rabatt kurz am Anfang, ist aber auch in der Infobox nochmal verlinkt. Ich starte einfach mal hier mit Frosch Baby Waschmittel, das ist dieses hier, muss ich jetzt auch demnächst nachkaufen. Im Rossmann habe ich es nicht gefunden, also als ich letztens im Rossmann geshoppt habe, um da zum Beispiel euch die aktuellen Limited Editions abzufilmen. Jo. Ne? Ich finde das gut. Man muss nur wirklich aufpassen, dass man da... Oh, da fällt mir gerade ein, dass da noch einiges an Wäsche in meiner Waschmaschine ist, die noch in den Trockner möchte. Egal. Genau. Das ist einfach ein schönes Waschmittel, was ich für Julius Wäsche halt verwende. Und jo, finde ich gut. Kann ich empfehlen. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei Frosch ein gutes Gefühl einfach mit dabei. Dann habe ich hier noch ein Spezialsalz von Denk mit. Zuverlässiger Kalkschutz für Geschirr und Maschine. Das ist zwar gut, und lässt auch irgendwie alles ein bisschen besser aussehen. Also quasi, dass die Gläser nicht so kalkig aussehen. Aber ich finde das sehr, sehr pulverig, sehr pudrig. Und ich kenne das normalerweise von Spezialsalz, dass du ja so richtig diese Bröckchen hast. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier, also entweder ist es quasi der Rest von dem anderen Spezialsalz zusammengefegt und dann mit der Eigenmarke verkauft. Oder das muss halt so mega wenig sein. Und da glaube ich einfach, dass sich das viel zu schnell dann einfach auflöst. Und dann fährt man eigentlich besser, wenn man dann das Hochwertigere nimmt. Das ist immer so die Frage, ne, was man so nimmt. Dann habe ich hier ja, Kosmetiktücher aufgebraucht, brauche ich immer wieder. Jetzt gerade mit Baby sind wir sehr froh, dass wir uns auch schon vorab mal angewöhnt haben, überall diese Boxen rumstehen zu haben. Denn du hast nicht immer ein Spucktuch zur Hand, ne? Ja, dann habe ich hier auch noch Denk mit Hygienereiniger. Das war ein Fehlkauf. Ich wollte eigentlich einen Rohrreiniger haben. Gut, das konntest du jetzt halt auch nehmen und hast dann da auch entsprechend die Sachen hygienisch sauber mitgekriegt. Aber naja, hat halt nicht die Rohre freigemacht, was es ja eigentlich machen sollte. Ne? Deswegen, das würde ich jetzt so nicht nachkaufen, habe ich mich halt vergriffen. Ich brauche halt Rohrreiniger immer mal wieder, weil ich halt auch Masken auftrage oder weil ich halt, das ist halt immer so dieses Pro und Contra. Ne? Ich versuche immer einen relativ niedrigen Wasserverbrauch zu haben. Dadurch ist es dann aber auch natürlich so, dass du nicht genug Wasser durch die Rohre durchballerst und dementsprechend dir die Abflüsse zu schnell verstopfen. Also das ist immer eine ziemlich schwierige Geschichte, sodass man da auch irgendwie die Balance finden muss. Ich habe sie noch nicht gefunden. Dann habe ich hier noch einen Raumduft. Den fand ich leider nicht so gut. Von Baldini bei Tao Asis hatte ich in der Tao Box mal mit drin. Nennt sich Viel Ruhe. Also ich habe den jetzt nicht so ultimativ gerochen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit rieche ich da nicht so viel mehr von.
Keine Ahnung warum. Dann habe ich hier Mon Paris von Yves Saint Laurent. Das ist ein parfümiertes Duschgel gewesen, aufgebraucht. Das war eher so ölig. Hatte ich in einem Adventskalender oder so mal drin. Fand ich irgendwie ganz cool, aber es hat halt nicht geschäumt. Ne? Das hat dir einen schönen Duft unter der Dusche gegeben und ein schönes Duscherlebnis. Aber es war halt nicht dieses, du hast eine Schaumparty unter der Dusche. Das ist auf gar keinen Fall damit. Aber es hat halt sauber gemacht, es hat gut gerochen. Fand ich jetzt solide. Ne? Genau. So. Ich muss das hier irgendwie organisieren, weil ich habe jetzt da hinten meinen gelben Sack hängen. Den wollte ich jetzt hier nicht hinschnüren. Das hier ist ein Serum, was ich leer gemacht habe von Biossens. Squalan und Kupfer. Peptide sind hier drin. Ich weiß gar nicht, wo man die Marke bekommt. Weiß ich echt nicht. Ich hatte das irgendwo in einem Stylvana Adventskalender oder so drin. Weiß ich nicht. Squalan ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, die Feuchtigkeit in der Haut drin zu behalten. Und ich mag das. Also war ein tolles Serum, ein schönes, leichtes Serum und hat meiner trockenen Haut gut getan. Kann ich empfehlen, wenn man das entsorgt im Glasmüll. Genau. Auch die Pipette. Nee, die Pipette ist Plastik. Ja. Genau. Oh, hier habe ich noch ein bisschen Serum. Das ist schön. Tolles Serum. Dann habe ich hier Shampoo und Spülung von Elvita L'Oreal leer gemacht. Die mochte ich nicht so gerne. Schade. Mit Hyaluronsäure habe ich quasi im Produkttest zugeschickt bekommen als L'Orealista. Nee, also für meine Haare war das zu trocken, zu austrocknend. Und das ist schade, ne? Denn ich mag die Dream Length Reihe davon sehr gerne und L'Oreal hat ja auch schöne Produkte, aber diese neue Hyaluron-Geschichten, das war nicht so meine Welt. Der Duft war schön, hat mir gut gefallen. Auch die Haarkur habe ich noch in Anwendung, bin ich aber nicht ganz so. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in einem anderen Haartest drin und deswegen ein bisschen verwöhnt. Ne? Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, das sehe ich gerade. Also man sieht es auch an den Verpackungen. Wow. 72 Stunden Feuchtigkeit auffüllende Shampoo, nein. Leider nein. Und was halt auch noch damit das Problem war, ich habe da unfassbar schnell wieder nachfettende Haare von gehabt. Also das hat halt quasi meine Haare strohig gemacht und wenn ich sie dann halt nicht am nächsten Tag gewaschen habe, waren sie sehr fettig. Ne? Also es war nicht dieses Feuchtigkeitsspendende, was man sich davon erhofft hätte. Also ich, Mann. Jo. Was haben wir denn noch? Hier habe ich hier Puder. Komm, das machen wir doch mal. Das ist ein Mini, das ist so süß. The Calm Balm ist der liebste Abschminkballen, den ich verwende. Ich finde Yepoda richtig, richtig, richtig toll von der Qualität her, von diesem Abschminken. Ich habe noch keinen gefunden, der so gut ist wie dieser hier. Ne? Wir haben hier drin Olive und Kokosnuss. Und das ist ein festes Produkt, was du, ich habe euch das schon so oft mal gezeigt, ne? Ein festes Produkt nehme ich mit dem Finger auf, mache das mit den Fingern so und dann gehe ich erst über meine hier Wimpern so drüber und das reißt mir keine Wimpern aus und das finde ich so wichtig, weil ich pflege meine Wimpern und ich sorge dafür, dass sie ja schön lang sind und werden und bleiben. Ich habe da schon wieder ein Haar, aua. Und dann möchte ich nicht mit irgendeinem Abschminkprodukt, was irgendwie zu enorm wäre, meine Wimpern ausreißen. Ne? Das wäre kontraproduktiv. Deswegen ja, mache ich damit halt erst, dass ich mein Gesicht so ein bisschen, dass ich das drauf mache und emulgiere und so und dann mit Wasser nochmal auf emulgieren und dann unter die Dusche abspülen und dann mache ich noch einen Gelreiniger oder einen Schaumreiniger drüber und habe dann mein Gesicht richtig intensiv gereinigt und halt von Make-up auch befreit und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist jetzt die Mini-Größe davon. Das habe ich jetzt einfach leer gemacht. Ich habe sonst auch die große Größe noch bei mir im Badezimmer stehen. Ich kann euch nur empfehlen, dass wenn ihr noch nicht die Produkte von Yepoda ausprobiert habt, einfach mal im Onlineshop vorbeizuschauen. Wie gesagt, ich habe auch gerade den Code 30claudiswelt für euch und dann könnt ihr euch nämlich zum Beispiel mal die Minis anschauen, wenn ihr die einfach mal ausprobieren möchtet. Dann habt ihr nämlich nicht so eine große Größe, sondern erstmal eine kleine Geschichte und dann könnt ihr einfach mal vergleichen, vielleicht mit euren bestehenden Produkten. Ihr habt natürlich auch immer diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bei Yepoda und ja. Halt einfach eine schöne Kosmetik, ne? Kann ich euch empfehlen. Also eine schöne Pflege. Ja, genau. Das hier kommt dann auch in den Glasmüll. Was wollte ich noch dazu sagen? K-Beauty, made in Germany. Genau, auch das ist eine schöne Geschichte. Und ich mag das. Ich habe hier gleich noch ein paar Masken von denen drin, die auch noch rausgebracht haben. Ne? Schöne Pflegeprodukte. Schaut gerne mal dort vorbei. Dann habe ich hier aufgebraucht von Liebe die Natur natürliche Bodylotion mit Bio-Aprikosen.
Öl und Bio-Holunder habe ich hier einmal eine Bodylotion leer gemacht. Die war ganz okay, die war relativ leicht von der Pflegewirkung her. Der Pumper hat mir gut gefallen, der konnte das echt toll dosieren und damit habe ich mich schön eincremen können. Der Duft war halt natürlich, ne? Das war halt okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es hat die Haut schon gut gepflegt. Ne? Dann habe ich hier als nächstes etwas von einer Zuschauerin bekommen, die bei Sensi als Beraterin arbeitet, und zwar ist das Winterberry Apple Tea so ein Duftsäckchen. Alter Schwede, riecht das gut. Ich habe das in meinen Schrank gelegt und dann erstmal vergessen, dass ich das in meinen Schrank gelegt habe und bin dann irgendwie ein paar Tage später so durchs Schlafzimmer gegangen und habe mir gedacht, was riecht denn hier? Was hat denn mein Freund hier gesprüht? Das riecht sehr angenehm hier. Es war dieses Duftsäckchen, das riecht so, so gut und das ist ein ganz toller, angenehmer Duft. Richtig cool. Also da vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ne? Da kann ich euch auch mal in der Infobox ihren Sensi-Shop verlinken. Dann Masken habe ich noch und nöcher gemacht von Alterra. Die habe ich gestern Abend gemacht. Die Tuchmaske mit Vitamin C. Schwieriges Produkt. Tolles Vlies. Hat richtig viel Feuchtigkeit drin. Und ja, hat auch Glow gegeben. Also die Maske. Aber es hat irgendwie ein ganz komisches Gefühl auf der Haut gegeben. Also ich weiß nicht, ob meine Haut dafür zu sensibel ist, denn ich habe so ein Prickeln gehabt. Also es war am Anfang tatsächlich auch ein recht unangenehmes Brennen. Also fast wie die Oh My Blush Ampulle von Dalton war das. Ja, aber nee. Also das würde ich jetzt nicht nochmal mir holen. Dann habe ich hier von Sagrotan 2-in-1 Desinfektionstücher leer gemacht. Die habe ich für unsere Toilette verwendet. Das kommt noch aus der Zeit, wo ich gerade aus dem Krankenhaus nach der Entbindung wiedergekommen bin. Da hatte man mir im Krankenhaus gesagt, dass ich immer, nachdem ich auf der Toilette war, Desinfektionstücher nehmen sollte und damit das Klo reinigen soll, weil ich halt offene Wunde und so weiter. Und ja, ansonsten fand ich die halt sehr trocken. Genauso wie auch die hier von hier Be Home, ist von Bipa dann, ne? Das ist, glaube ich, die österreichischere Drogerie für globale Sauberkeit. Das ist natürlich witzig, aber es sind auch sehr, sehr trockene Tücher. Naja, habe ich aufgebraucht. Dann habe ich auch aufgebraucht hier von Facel die Menstruationswärmepflaster. Nein, ich habe noch nicht meine Periode wieder, aber ich habe Bauchschmerzen und Buscopan Plus ist leider aktuell nicht lieferbar. Und dementsprechend habe ich mich einfach an Wärmepflaster rangemacht. Ja, Wärmflaschen habe ich natürlich auch, aber wenn ich hier zum Beispiel drehe oder wenn ich spazieren gehe, wenn ich durch die Gegend gehe und lebe, dann kann ich ja schlecht mit einer Wärmflasche auf dem Bauch durch die Gegend laufen. Da ist es immer eine ganz schöne Geschichte, halt diese Menstruationswärmepflaster zu nehmen. Die sind halt total klasse, weil die haben ja so eine Sollbruchstelle, nenne ich das ja immer so gerne, die halt dafür sorgt, dass das einfach bequemer sitzt, weil hier ist dann quasi im oberen Bereich das Bauchi, was dann ja auch vielleicht nicht so das Ultra-Sixpack schlechthin hat, sondern einfach ein Bauchi ist. Ne? Und unten ist dann so der Intimbereich, das darfst du dir nur nicht zu tief aufkleben, weil wenn du sie dann abziehst, dann könntest du ziehen. Auch. Und ja, ich finde es aber super. Und Facel, da sind zwei Stück drin, habe ich mir jetzt auch letztens nachgekauft, als ich im Rossmann war. Jo. Ja, von Dalton habe ich ja auch, wie gesagt, aktuell den Code. Hier habe ich eins von den Ampullensets leer gemacht. Ihr bekommt diese Ampullensets halt zum einen jetzt aktuell in einer Aktion günstiger und zum anderen ist es dann auch noch so, dass ihr mit meinem Code dann nochmal drauf sparen könnt. Das hier ist Oh Hey Hydration. Da haben wir drin zweimal die glättende Hyaluron-Ampulle. Das ist Urea, glaube ich, gewesen, ne? Hyaluronic Urea. Die Sleeping Beauty zweimal und einmal die Stressless-Ampulle. Also wirklich krass Feuchtigkeit und ja, 5 Ampullen hier drin. Mir gefallen die Ampullen einfach richtig gut. Die Stressless-Ampulle ist für mich ein Stückchen zu reichhaltig. Und das, ne, also ich sag das, weil ich kann theoretisch mit der Stressless-Ampulle, die sehr, sehr ölig ist von der Konsistenz, mein Gesicht, Hals, Dekolleté und eigentlich den ganzen Oberkörper einbalsamieren mit dem Öl. Ne? Ist aber okay, ist hier mit dabei. Die kann man sich ja auch auf mehrere Anwendungen aufteilen. Die Sleeping Beauty ist so eine Zwei-Phasen-Geschichte. Auch ganz interessant, weil die halt auch ein öliges Finish am Ende hat. Also wenn du es auf der Haut hast und dann 1-2 Minuten wartest. Sam jetzt hat sich gerade... Hau nicht durch. Knall nicht durch, junger Mann. Draußen, wenn Gewitter ist, Sammy mag kein Gewitter. Deswegen muss ich chillig sein und alles normal machen, damit er denkt, das Leben ist normal. Genau, Sleeping Beauty ist eine zweiphasige Ampulle, die halt beim Auftrag sich wie ein Serum anfühlt, aber wenn sie dann auf der Haut drauf ist, wirklich ein genährtes
Finish hinterlässt. Auch sehr, sehr schön. Sollte man dann ja über Nacht scheinbar anwenden. Und die Hyaluronic Urea ist halt eine super Geschichte für meine trockensensible Haut, weil die auch sehr hautberuhigend ist und gleichzeitig die Feuchtigkeit spendet. Die ist dann halt eher in die serumartige Richtung. Jo, genau. Eine schöne Geschichte. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und finde ich sehr schön, dass Dalton da jetzt auch die Ampullensets rausgebracht hat. Dann hat mein Freund die Alta Pharma Immunkur gemacht, weil ich ihm gesagt habe, hey Schatz, mach doch mal die Alta Pharma Immunkur. Ich glaube, ihm hat es gut getan. Ja, weil er war krank und ich wollte, dass er wieder fit wird. Und ja, dann habe ich ihm die Immunkur gegeben. Gibt es im Rossmann, finde ich auch immer ganz schön. Dann das hier. Wenn ihr euren Mann glücklich machen wollt, dann kauft ihm von Profissimo dieses USB-Feuerzeug, weil es ist total super. Das ist echt nicht so super teuer, aber es ist halt wirklich witzig, weil es funktioniert durch diese, ja, wie soll ich das sagen? Vorne klappen sich so zwei Viecher auseinander, so zwei Kontakte, die so einen Nupsi haben. Und wenn du auf den Knopf drückst, dann wird quasi Spannung ausgegeben, also Strom. Ne? Die Strom machst du dann die Kerzen an oder den Kamin oder was auch immer. Und dann entsteht dazwischen so ein Funken. Sieht irre cool aus und Männer freuen sich da. Also mein Mann hat sich drüber gefreut und fand das total cool und hat das gefeiert, dass ich das gekauft habe. Ja, und dann hast du ein Kabel zum Aufladen. Das heißt, du musst nicht immer Feuerzeug nachfüllen oder so. Und das finde ich echt gut und ich hoffe, dass es richtig lange hält. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht von Hashtag BeRoutine, die reinigende Maske Tonerde. Hatte ich von Christine mal in der Zuschauerpost. Zwei Anwendungen. Starker Duft, klärt ohne zu trocknen. Das fand ich richtig gut. Das mag ich einfach auch gerne, weil das die Haut dann in dem Sinne ja nicht austrocknet, aber trotzdem die Haut geklärt hat. Also eine ganz schöne, sehr empfehlenswerte Maske. Dann habe ich hier von Frau Schmitz eine Maske gemacht, die Dekolleté-Tuchmaske, bye bye Knitterfältchen. Braucht eigentlich kein Mensch, ich finde sowas immer toll. Bügeleisen ist das, ja. Hätte ich nicht gedacht. Top für ein Event zum Beispiel, wenn du irgendwie was mit einem Ausschnitt anziehen möchtest, für eine Hochzeit oder so, ne? Und hier halt irgendwie alles glatt gebügelt haben möchtest, sollte man sich die Maske vielleicht einfach mal gönnen. Dann habe ich von Wild ja diese Kooperation und habe aktuell dieses Deo in Anwendung. Das ist hier die Richtung Salted Caramel Popcorn. Finde ich sehr, sehr angenehm. Da habe ich euch auch ein Reel zu abgedreht und auch ein Short. Eigentlich ein Short und kein Reel. Ich finde die Marke toll. Ihr bekommt die auch bei Wingard. Müsstet ihr die auch kriegen, ne? Genau. Und da kriegt ihr, glaube ich, auch aktuell noch meinen Rabattcode. Ja, alles in der Infobox verlinkt. Mensch, Rabatte, 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 ich sag's euch. Und wie gesagt, da habe ich jetzt ein Ding in Anwendung, ist auch fast aufgebraucht. Dann habe ich hier die Maske von Dalton für unreine Haut. Face Care Clear Skin Anti-Pickel-Tuchmaske, das ist die grüne, das sieht so aus wie Hulk, ist großartig. Und das ist, glaube ich, somit die günstigste Maske, die Dalton im Angebot hat. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt meine Menstruation hätte, hätte ich sie dann auch gerne verwendet, einmal im Monat. Ansonsten ist es jetzt so, dass meine Hormone sich ja auch wieder umstellen. Dementsprechend habe ich dann auch ab und an mal ein Pickelchen. Ne? Da habe ich nämlich auch noch was aufgebraucht in Richtung Pickelchen. Und zwar, komm her, Schätzelein. Auch Kooperationspartner Beautymates. Tolle Firma, arbeite ich auch super gerne mit zusammen. Das ist der Anti-Pickel-Booster mit Vitamin B3 und Zink. Das ist Niacinamide und kann ich euch wirklich auch ans Herz legen. Stelle ich euch immer wieder vor. Beautymates ist eine sehr schöne Marke, mit der ich super gerne zusammenarbeite. Sowie alle glorreichen drei aus dem Hautpflegesegment. Ne? Das ist ja Yepoda, Dalton und Beautymates. Und mit denen zusammen habe ich einfach für mich persönlich die optimale Hautpflegeroutine gefunden. Und bei Dalton habe ich dann auch noch das Glück, dass ich da meinen Körper auch mit pflegen kann. Ja, also sehr empfehlenswert. Und bei Beautymates, wie gesagt, gibt es auch Rabatte, Rabatte, Rabatte. Dann habe ich hier noch einen Raumduft leer gemacht. Ich habe es mal wieder probiert und ich musste wieder merken, dass es nicht funktioniert. Von DM ist es nämlich dieses Profissimo Raumduft Vieh, ich glaube Wassermelone sollte das sein. Nee, die kannst du knicken. In jedem noch so kleinen Raum funktioniert das nicht bei uns. Das ist schade. Dann habe ich hier ein Deo aufgebraucht, staubig aber schützt von Dove mit pflegendem Zinkkomplex. Apfelblütenduft, ja. Staubig wirklich, da musste ich echt oft von husten oder niesen, wenn ich das aufgetragen habe. Aber es schützt halt vor Achselnässe und vor Stinkerei.
Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht. Ich glaube, die war recht hochpreisig und auch in irgendeiner Special Edition Box MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani. Vitamin Infused Tüllü tut, was sie verspricht. Also sie verspricht zu beruhigen und zu hydratisieren. Sie haftet leider nicht so gut. Die sah unfassbar witzig aus, Leute. Das ist halt wie, kennt ihr, wie heißt denn dieser Film, wo auch die Wut und so diese Gefühle alle sind, weiß ich nicht. Irgendwas steht Kopf oder so, keine Ahnung. Ich glaube, so heißt es, oder? Weiß ich nicht. Wie heißt der Film? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall ist da auch dieser Typ, der die Wut. So habe ich mich gefühlt, als ich das drauf hatte. Ich musste mich echt kaputt lachen. Danach hatte ich ein sehr angenehmes Hautgefühl, aber ja, 25 Euro soll die kosten, ne? Nee, da holt euch lieber die von Dalton, ne? Die Hyaluronic, die Hydro Boost Maske, die blaue. Die könnt ihr tatsächlich auch 2-3 Mal verwenden. Dann habe ich hier noch ein Parfüm aufgebraucht. Das packe ich mir auch zur Seite, denn auch in diesem Jahr sammle ich natürlich meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik. Aufgeleatscht. Alles gut, Maus. Oh Gott, wie er da liegt, wie ein Häufchen Elend. Viva V, die gibt es leider nicht mehr. Modern Orchard Perfumes, das war mit Ananas, Orchidee und Moschus. Ganz toll. Ganz toll. Oh ja, ein ganz toller Duft. Genau, das wird aufbewahrt. Ach, das kannst du nicht abschrauben. Muss man wahrscheinlich mit etwas mehr Kraft machen. Jetzt gerade fängt es richtig an zu schütten draußen. Ei, 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 ei. Interessiert euch, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Wenn ich euch hier vom Wetter erzähle. Schönes Parfum gibt es leider nicht mehr. Und hier habe ich auch in dem Parfum gerade schon dran gehabt von meinem Lipgloss. Der ist nämlich jetzt echt aufgebraucht und der Rest ist nur noch am Rausquillen und Auslaufen. Von Revolution Pout Bomb Plumping Lip Gloss mit Vitamin E in der Farbe Kiss. Den gibt es auch, glaube ich, so gar nicht mehr zu kaufen. Habe ich leer gemacht. Finde ich richtig genial. Ein ganz, ganz toller Lipgloss, der wirklich total neutral auch von der Farbe her ist und zu jeder möglichen Look-Geschichte gepasst hat. Das hätte ich gar nicht gedacht damals, als ich den das erste Mal draufgetan habe. Sehr, sehr schön und empfehlenswert. Gibt es, wie gesagt, aber glaube ich gar nicht mehr. Ich habe hier so viel von Dalton drin. Vielleicht das aber nicht die ganze Zeit nur hier hochhalten, aber wir kriegen das schon hin. Hier habe ich leer gemacht Face Care Soft Skin Effect, das Enzym Serum. Das fand ich okay, aber ich finde tatsächlich, dass andere Serien von Dalton mehr so meinem Geschmack entsprechen. Also so Serien, die mehr in die Richtung Feuchtigkeit oder hautberuhigend sind, sind mehr so meins. Das hier ist halt wirklich hautbildverfeinernd, weil du mit den Enzymen im Prinzip das Enzym-Peeling ja auch mit unterstützt, ne? Und dann so eine Hautverfeinerung machst. Habe ich natürlich gehabt, das hat auch gut funktioniert. Ich habe ein wirklich schönes, ja, verfeinertes Hautbild in der Zeit auch bekommen, definitiv. Aber ich würde mir da wahrscheinlich eher andere Serien jetzt so in der Zukunft aussuchen bzw. bestellen, ne? Ich mache das, soll ich jetzt Dalton nacheinander raushauen, komm. Das Öl habe ich jetzt hier, Natural Korrekteur, das ist mit Vitamin A und das habe ich verwendet an meinen Oberschenkeln und an meinen Hupis und das war gut, das hat mir gut getan. Habe ich das in der Schwangerschaft auch noch verwendet? Das weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm, es ist auch gut eingezogen immer. Mochte ich, ja. Kann man sehr empfehlen. Und Dalton ist ja marine Kosmetik, ne? Du bist Leben, ich bin Leben. Das Leben kommt ja aus dem Meer. Und wenn du marine Kosmetik verwendest, also Kosmetik, die dann ja quasi sehr, sehr ursprünglich hautverwandte Inhaltsstoffe beinhalten, ist das Ganze sehr hautverträglich. Und deswegen scheint es bei mir sehr gut zu funktionieren, ne? Kann ich euch auch nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Da habt ihr halt die Möglichkeit, euch auch entsprechend zu beraten zu lassen, euch Probensets zu bestellen zum Beispiel. Die solltet ihr auch immer, wenn ihr dort bestellt, am besten mitbestellen und könnt da einfach mal euch durch die Reihen durchprobieren. Ich habe bei weitem noch nicht alle Produkte ausprobieren können, die Dalton im Sortiment hat, aber es gibt da für jedes Hautbedürfnis wirklich eine komplette Pflegereihe. Schaut gerne einfach mal vorbei und lasst euch gerne dort auch von dem Hauttypberater beraten, ne? Dann habe ich hier noch aufgebraucht von Dalton den Toner Comfort Clean Sensitive Skin. Sanftes Anti-Aging Gesichtswasser, das ist halt ein Toner, mochte ich auch gerne leiden, hat meine Haut gut getan, hat sie beruhigt, besänftigt. Ja, kann man sehr gut mitarbeiten und das ist halt wirklich das Produkt, was man verwendet, bevor man die Pflege aufträgt, damit die Haut so ein bisschen darauf vorbereitet wird, auf das, was dann so kommt. Ne, die ganzen Wirkstoffe, die dann auf sie einprasseln und so. Und deswegen ist ein Toner auch immer sehr, sehr wichtig und sollte man auch immer verwenden in der Hautpflegeroutine.
Dann habe ich auch noch von Dalton dieses Get the Energy belebt müde Hautset verwendet. Das ist ganz witzig gewesen, denn hier haben wir dreimal die Q10-Ampulle drin, die auf eine sehr kühlende Art und Weise die Haut belebt. Und dann haben wir die Oh My Blush-Ampulle zweimal hier drin, die die Haut durch Wärme belebt. Wow, Weltuntergang, Leute. Vor allem wird es jetzt heller. Und das Weltuntergang, okay. Ich habe die Oh My Blush-Ampulle zweckentfremdet auch verwendet. Ich habe sie einmal im Gesicht verwendet, einfach nochmal, um zu schauen, wie war das nochmal mit uns beiden, und habe gemerkt, nee, wir sind einfach keine Freunde. Die kannst du aber auch super verwenden an den Füßen, wenn du kalte Füße hast, oder wenn du zum Beispiel einen verspannten Nacken hast, so wie ich das aktuell einfach habe, ne, weil ständig gucke ich mein Kind an, kannst du im Nacken auch anwenden. Das ist ein sanfter Effekt, aber es ist ein Effekt. Und ich habe echt... Ah, Sammy guckt auch gerade ganz irritiert. Nein, Maus, wir schaffen das. Dann habe ich hier aufgebraucht ein Setting Spray von Lavera. Das Make-up Setting Spray habe ich sowohl verwendet als Setting Spray, also quasi nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, als auch zur Schwammbefeuchtung. Fand ich top. Der Duft war sehr alkoholisch, aber das Spray an sich fand ich super. Hat mir gut gefallen. Das hier kaufe ich auch immer wieder nach, ne? Also entweder halt wirklich von Nivea Intimo oder halt auch mal von Facel habe ich mir jetzt gerade auch neu gekauft, den Schaum. Das ist einfach eine Intim-Waschlotion. Und seitdem ich irgendwann mal so einen Influencer-Markentest gemacht habe und irgendeine Marke getestet habe, die halt auch so eine extra Intim-Pflegereihe hatten, habe ich mir gedacht, Mensch, sowas macht wirklich Sinn, weil du hast einfach untenrum einen etwas anderen pH-Wert und da solltest du halt auch parfümstofffrei unterwegs sein. Deswegen verwende ich sowas und ich kann das auch einfach immer wieder empfehlen. Ich finde es auch sehr angenehm und finde ich einfach gut. So, das habe ich auch, das ist auch ein Nachkaufprodukt oder ja immer wieder Nachkaufprodukt, Donto Den, dieses Sensitive Mundwasser verwende ich immer mal wieder, ne? Also jeden Morgen auf jeden Fall und über den Tag immer mal wieder. Ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Macht ein schönes, frisches Gefühl. Ich brauche sensitiv, weil ich so ein bisschen freiliegende Zahnhälse habe und das jetzt nicht zu scharf haben möchte. Ich bin da einfach ein Sensibelchen und deswegen, ja, freue ich mich darüber, dass ich das mal irgendwann in meine Pflege integriert habe. Genau. Dann habe ich hier von Biotherm aus dem Adventskalender das O-Pure Antitranspirant 48 Stunden. Das ist ein Roller gewesen. Den habe ich verwendet, bevor ich das Wild Deo in meiner Routine integriert habe. Der hat auch okay geschützt, das habe ich abends verwendet. Hat tatsächlich, wenn ich mich rasiert habe, in den ersten 1-2 Sekunden ein bisschen gebrannt, aber dann halt nicht mehr, ne? Obwohl da glaube ich auch sogar Alkohol oder sowas mit drin ist. Ich fand das gut, tatsächlich. Und ich kannte das vorher nicht, dass Biotherm auch solche Deo-Geschichten hat. Hat mich darüber gefreut, das im Adventskalender zu haben. Auch ein Produkt, was immer mal wieder von mir nachgekauft wird, hoch, ist hier von Dr. Beckmann der Geruchsentferner. Wir haben einen Hund und den Sammy, ne, habe ich ein Buch geschrieben, Sammy endlich ankommen. Könnt ihr gerne mal im Belletier-Verlag vorbeischauen. Das ist einfach ein sehr schönes Herzensbuch über die fiktive Geschichte. Von Sammy, was er erlebt haben könnte in den 2 Jahren, wo er auf der Straße gelebt hat in Bosnien, bevor er von der Eiche for Dogs geholt wurde und nach Deutschland gebracht wurde und dann letztendlich zu uns gekommen ist. Und wie gesagt, der Geruchsentferner von Dr. Beckmann ist jetzt hier leer geworden. Den brauche ich immer mal wieder für seine Sachen halt, ne? Für seine Handtücher und seine Hundedecken und hast du nicht gesehen. Ja, ganz hundertprozentig kriegst du die Düfte einfach nicht weg. Es riecht halt nach Hund. Das ist einfach ein Hund. Was willst du machen? Kannst du nicht auf den Kopf stellen. Ein nasser Hund stinkt halt, ne? Eine Zahnpasta habe ich leer gemacht. Tatsächlich hätten wir die eigentlich sogar zweimal leer gemacht, weil mein Freund die auch in Anwendung hatte. Ihm ist es aber leider eingetrocknet. Von Youse Energy Boost Zahncreme mit Koffein mit extra Wacheffekt. Ich mochte die gerne. Den letzten Rest bekommt man hier nicht so wirklich raus. Hat nicht dieses ultra frische Gefühl, aber dafür habe ich dann ja auch tatsächlich mein Donto Dent. Meine Mundspülung, ne? Aber es hat die Zähne sauber gemacht und ich finde auch schon, dass, ja, dass es die Zähne schön gemacht hat, ne? Hatte jetzt keinen extra Wacheffekt. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Wie soll eine Zahnpasta das machen? Ich putze mir damit die Zähne. Ich trinke das Zeug doch nicht. Dann habe ich hier, das war cool, ehemaliger Trendturm von Isana, die Wochenkur. 7 Tuchmasken, intensive Feuchtigkeit, beruhigend und glättend, Hyaluron, Aloe Vera, Kamillenextrakt war da drin. Hier habe ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben, aber ich habe sie 7-mal gemacht, also muss ich schon wissen, was da drin war, ne? Es waren 7 relativ trockene Fliese hier drin, also nicht so nass,
ne? Dass du wirklich gedacht hast, oh mein Gott, das tropft mir alles nur runter. Es war halt im Prinzip genau optimal, auch für die Zeit, wo ich das dann immer drauf hatte. Und es war halt jetzt nicht so super anschmiegsam oder so. Es war solide. Und hier waren 7 Tuchmasken drin. Das Ganze ist wirklich wie so eine Kosmetiktuch Rauszuppelverpackung, ne? Und ich muss wirklich sagen, dass ich das geil fand. Ich fand das so, so, so innovativ und so empfehlenswert und frag mich, warum andere Hersteller das nicht auch machen. Du hast hier oben einfach wirklich, ne, dass du auch dieses Öffnen-Viecher hast, also dass du, ne, dieses Loch, und dann konnte man die so einzeln rausziehen. Ich fand das so cool, weil du hast viel weniger Müll dadurch. Du hast halt nur diese Verpackung, ne? Also im Prinzip eine Verpackung für 7 Tuchmasken. So genial. So genial. Lieber anderen Hersteller, bitte macht es auch. Also alle, die halt irgendwie solche normalen Faserfliese herstellen, fand ich genial. Die war jetzt nicht total überragend, dass du gemerkt hast, oh mein Gott, richtig krasse Wirkstoffe drin oder so. Aber es waren solide, feuchtigkeitsspendende Geschichten, die ich mir so im Sommer auch richtig gut vorstellen kann. Ja, aber ich glaube, den Trennturm gibt es nicht mehr, beziehungsweise diese Maskenkur, ne? Ja, natürlich ist auch Klopapier leer gegangen, das muss auch hier gezeigt werden, keine Ahnung, offensichtlich. Das war das mit dem Lama, nee, das war das mit den Regenbögen. Super! Ja, du denkst, du pups, Regenbögen, das ist ja der Wahnsinn, ne? Aber ja, ich mag halt gerne Limited Edition Klopapier, was willst du machen? Und das ist total überteuert. Du kannst eigentlich besser das andere holen, aber ich finde es halt schön, wenn es bunt ist. Das hier war auch für den Hintern, und zwar von Alouette, die feuchten Toilettentücher. Ja, das waren keine Toiletten. Hä? Das waren Popotücher halt, ne? Ja. Verwende ich, seitdem ich Julius auf die Welt gebracht habe, auch vermehrt, um ehrlich zu sein. Und finde ich gut. Finde ich wirklich sehr angenehm. Also, ja, mir gefällt es halt einfach, das feuchte Toilettenpapier zu benutzen. Ja, dann habe ich hier aufgebraucht von Wingard. Habe ich nicht aufgebraucht, Quatsch. Habe ich in Anwendung genommen. Auch da, ja genau, kann ich euch den Code dann auch nochmal verlinken. Hier ist noch eine Ampulle aufgebraucht. Herzlichen Glückwunsch. Glashalme von Wingard. Da hätte ich tatsächlich mal einen mit hochnehmen sollen, denn hier habe ich jetzt auch schon wieder einen Lippenstift dran. Herzlichen Glückwunsch. Die sind schön lang. Die sind toll, die gefallen mir, die kann ich euch empfehlen. Schaut gerne dort im Shop vorbei, das ist dort alles sehr nachhaltig und die haben echt schöne Produkte, ein sehr breites Sortiment. Ich kann euch auch mal den Haul verlinken, da habe ich euch versucht, einige Produkte aus dem Sortiment mal vorzustellen, ne? Sehr empfehlenswert, wenn man einfach mal schauen möchte, was gibt es so für nachhaltige Alternativen auf dem Markt schon und die aber nicht so total überteuert sind. Also ich finde, dass das preislich gesehen halt echt fair ist. Und die haben auch andere Marken mit im Sortiment, also nicht nur die Eigenmarken, sondern auch halt, ja, Wild habe ich ja schon gesagt, ne? Share haben die auch noch mit drin, also schaut gerne mal vorbei. Und mein Code gilt noch halt auch auf die anderen Marken, ne? Dann habe ich eine Dusche leer gemacht, von Christine hatte ich die auch. Die Cremedusche Happy Winter mit sanftem, winterlichen Duft. Die fand ich ganz süß, die war rot, quietscherot. Und sehr fruchtig, ja. Himbeere hätte ich jetzt gesagt, dass das irgendwie so beerig ist, irgendwie vom Duft her, keine Ahnung. Was steht denn hier drauf? Verwöhnmomente, Orange, Zimt, okay, läuft. Mochte ich auf jeden Fall gerne leiden. Achso, und wenn ihr das entsorgt, kann ich euch sagen, solltet ihr immer das Kram hier so auseinanderziehen, damit das besser recycelt werden kann. Und, also ich werde hier die ganzen Deckel halt nachher auch noch abkrümpeln, den Deckel halt auch abmachen. Denn alles so in seine Einzelteile zerlegt, kann besser recycelt werden. Das kriegen die Werkstoffhöfe einfach besser verhackstückt. Dann habe ich hier noch etwas in Anwendung genommen, und zwar die Abschminkpads. Oh ja, die sind klasse, von Plain B. Auch das Wingard kann ich euch wirklich empfehlen. Habe ich auch schon durch die Waschmaschine und durch den Trockner gejagt. Easy. Überhaupt kein Problem. Von Yepoda habe ich hier noch was. Und zwar habe ich gemacht The Timeless Moment, die Slow Aging Sheet Mask mit Peptid- und Bärenkomplex. Das ist die rote. Die mag ich einfach super gerne. Das hat halt diesen Anti-Aging-Effekt. Ich finde, dass die Yepoda-Masken auch einfach so schön gestaltet sind. Die könnten die definitiv auch in so einen Spender reinmachen. Aber die haben hier gesagt, okay, wir haben hier schon eine Verpackung aus Kartoffelstärke. Und jo. Das ist dann auch schon mal eine nachhaltige Sache, ne? Und das Vlies ist auch irgendwie biologisch abbaubar oder so. Also auch eine ganz verrückte Geschichte. Wo steht das denn? Keine Ahnung. This BioCell Sheet Mask and Pooch are biodegradable. Genau, also auch die
Das fließt dann, das habe ich in Biomüll geschmissen. Theoretisch könnte ich diese Verpackung auch in den Biomüll schmeißen, weil, wie gesagt, ist aus Kartoffelstärke. Und ja, hat mir gut gefallen. Kannst du 2-3 Mal auch verwenden. Ist sehr, sehr nass. Einfach wieder zusammenfalten, denn du hast hier so viel Serum drin. Das Serum verwende ich meistens dann für meinen Körper einfach mit, ne? Der wird dann damit auch nochmal eingeserumt. Dann habe ich hier von The Mask Doctor, ja moin, eine Maske gemacht. Die gibt es im Action, die Probiotics Moisturizing and Soothing Maske. Das ist auch K-Beauty. Beruhigt und gibt Glow. Ne, beruhigt und Glow, aber Feuchtigkeit eher weniger. Ach so, eine beruhigende Maske, die Glow gibt, aber Feuchtigkeit ist eher weniger am Start. Daher nur okay. Ja, es ist halt eine persönliche Präferenz, was man halt gerne mag. Ne? Manche möchten lieber, dass die Haut beruhigt wird, wenn man zum Beispiel so eine zu Rötungen neigende Haut hat oder so. Dann sagt man, Mensch, ich möchte lieber beruhigende Masken haben. Andere sagen, oh, ich bin so eine Trockenpflaume, ich möchte lieber sowas mit Feuchtigkeit spenden und so. Ja. Dann habe ich hier noch eine gemacht von The Mask Doctor, und zwar mit Peptiden Firming and Rejuvenating, also quasi glättend und verjüngend. Und das ist ein angenehmer Weichzeichner gewesen, habe ich mir draufgeschrieben. Auch das von Action, also die würde ich eher empfehlen als die andere. Dann habe ich hier auch noch die Aqua Glow Maske gemacht, Flash Mask Hydration and Eclat, nein, Hydration and Glow von Biotherm. Die fand ich top, die hatte ich auch schon vorher mal irgendwann gehabt. Gutes, dünnes, nasses Vlies. Im ersten Moment kurz stinky, dann schnell recht neutral vom Duft. Ganz schöner Glow und spürbar Feuchtigkeit. Ne? Ich glaube, ich sollte auch mal so Werbetexte schreiben. Geht so. Dann habe ich hier auch von Wingard in Anwendung genommen die Naturschwammtücher. Die habe ich halt einfach ja, als Küchentücher hier, wenn du mal eben abspülst. Ja, mag ich. Sind schöne Geschichten. Auch die, obwohl aus 70% Holzcellulose und 30% Baumwolle, easy peasy, Waschmaschine und Trockner, überhaupt kein Problem, das packen die. Dann hat hier Yepoda noch eine weitere Maske rausgebracht. Die haben noch eine dritte, aber die kann ich noch nicht verwenden, weil da die chemischen Peeling-Geschichten drin sind. Die Säuren halt, ne? Die kann ich halt erst verwenden, wenn ich abgestillt habe. The Recovery Moment habe ich hier. Das ist eine beruhigende Geschichte mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula, also der Ringelblume. Auch das eine ganz schöne Geschichte. Das ist eher so zur Beruhigung gewesen und kann ich auch sehr empfehlen, auch das. Bis zu 3 Anwendungen stecken da easy drin. Und wenn ihr dann die ganzen Anwendungen durch habt, das letzte Serum noch über den Körper geben und ihr habt wirklich eine Top-Pflege und das ist aufs Letzte ausgereizt. Und halt mit meinem Code bekommt ihr die Masken, ich glaube, unter 5 Euro pro Stück, wenn ihr die im Set halt kauft. Ne? Das ist schon cool. Ja, hier brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Das ist von Satisfyer, das Desinfektionsspray für Spielzeuge. Ja, ist jetzt einfach mal leer gegangen. Ich glaube, da kann ich einfach mal das Ding in die Kamera halten und schmunzeln. Ne? Ist halt ein Produkt, was man verwenden sollte, wenn man Spielzeug verwendet und als erwachsener Mensch. Und es ist wichtig, Leute, ganz einfach. So, dann habe ich hier meine Augenpatches leer gemacht. Revolution mit Vitamin C Glow Eye Patches. Ich glaube, das hatte ich bei Cosmetic for Less mir mal bestellt. Weiß ich aber nicht. Doch, ich glaube schon. Ne? Und da müsste Claudi 15 drauf gelten. Für 15% Rabatt. Ich mag die lieber einfach als diese Einmalanwendung, weil ich einfach das Empfinden habe, dass ich hiermit weniger Plastik habe, als wenn ich 30 Paar von Augenpads hätte. Also wenn ich das so in Relation sehe, glaube ich, dass hier weniger Plastik drin ist, auch wenn das hier härteres Plastik ist. Und die einzelnen Augenviecher wären dann hier quasi in dünnerer Verpackung. Keine Ahnung. Das ist einfach so eine Empfindungsgeschichte und fast schon eine Glaubensfrage. Ich finde die klasse, ich mag das gerne. Und die sind halt auch deutlich günstiger, muss man auch wirklich sagen. Ne? Als wenn du die einzeln kaufst. Dann habe ich hier von Dalton etwas aufgebraucht. So ein tolles Produkt. Die Face Care Magical Effect klärende Schönheitsmaske. Und das ist eine Maske, die ich halt morgens drauf gemacht habe. Die lässt du auch nicht lange drauf. Ich glaube 5 bis 10 Minuten, genau. Also immer so zum Zähneputzen. Ne? Die klärt die Haut, ohne sie auszutrocknen. Hinterlässt ein wirklich frisches Gefühl. Also wirklich so Energiekick am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ganz, ganz schön. Und damit hast du ein schönes Homespa zu Hause. Ich teste mich aktuell sowieso durch die ganzen Pöttchenmasken auch durch. Ich habe hier wirklich auch für ein Video, was ich dann heute drehen möchte, ne, habe ich hier schon so Masken stehen. Und
Das ist somit meine Lieblingsmaske bei denen, was diese Pöttchenmasken angeht. Aber die haben super viele verschiedene. Schaut da gerne mal durch. Ich habe mich letztens gewundert, wie viele Masken dort im Sortiment sind. Das ist echt cool. Schach. Okay, stelle ich hier hin. So, dann habe ich hier meine Babylove Mama Stilleinlagen aufgebraucht. Ja, das wird nicht mehr so häufig vorkommen, dass ich euch sowas in die Kamera einfach zeige. Ja, und genau. Ne? Sind einfach leer. Ich finde die von Rossmann besser als die von DM, weil die von DM einfach irgendwann ein Eigenleben entwickeln und durch die Gegend fliegen in deinem BH, als gäbe es keinen Morgen mehr. Dann habe ich hier von Bepanthen dieses Narbengel, Silikongel zur Behandlung von Narben mit so einem Roller. Der Roller ist nur Deko, Leute, wirklich, den brauchst du nicht. Habe ich halt verwendet, weil ich habe ja meine Kaiserschnittnarbe und da habe ich das drauf gemacht. Das hat gut getan, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hat nicht gekrümelt oder so wie andere Narbengele, wow. Fand ich schön, wirklich, hat auch lange gehalten. Ist eine gute Sache. Dann habe ich hier aufgebraucht, das war super schnell leer, von Mira Riakepovo, das ist ein Hubi-Serum, habe ich mir dann aber aufgegeben auf die Oberschenkel, also quasi von Knie bis Hüfte, bis auf die Mumu, da habe ich was Eigenes, und auf die Brüste halt auch wirklich, da war das ruckzuck leer, weil das sind glaube ich 30 Milliliter oder so, das fand ich aber schön, ne? Das war in irgendeiner Box mit dabei und es war ein schönes öliges Serum, was ich einfach gut verwenden konnte und was ich toll fand. Das ist halt auch aus Glas. Ne? Das ist immer ein bisschen hochwertiger, finde ich persönlich. Eine Nagelfeile von Art Deco, die ich persönlich ganz blöd fand. Nee, die war mir zu lasch. Also ich brauchte eigentlich ein bisschen mehr. Dann habe ich hier noch Sachen. Zum einen habe ich hier von Wingard als Zweckreiniger in Anwendung genommen. Den finde ich richtig toll. Den habe ich verwendet, als ich letztens unsere Vorratskammer ausgemistet habe und aufgeräumt habe. Da habe ich die Regale auch damit abgeputzt. Das ging echt schnell. Da habe ich auch blöde Flecken gut mit weggekriegt. Dann habe ich hier noch eine Ampulle von Dalton. Und zwar die Energy Boost Q10 Ampulle. Wie gesagt, das ist halt eine belebende Geschichte, die aber sich eher kühlend auf der Haut anfühlt. Dann, na, komm raus. Die Oh My Blush Ampulle habe ich hier, ne? Das ist auch die belebende Geschichte, die sich warm anfühlt. Dann habe ich eine Kerze aufgebraucht von Domol Sweet Feeling. Die ist schön ausgebrannt. Ne? Ich habe hier jemanden, da sammle ich immer diese Kerzendinger, habe ich über eBay Kleinanzeigen kennengelernt. Die bekommt die immer von mir. Die gießt darin immer selber neue Kerzen oder wenn da noch Reste drin sind, werden die auch noch weiterverwendet. So wie diese hier, Duftkerze Sandelholz von Profissimo. Ne? Also angenehmer Duft, aber eher zurückhaltend tatsächlich, die ganzen Drogeriekerzen. Das ist halt eher so für mich dieses Gefühl von, es wird wärmer in der Bude, weil wir halt so ein bisschen Feuer haben und ich keinen Bock habe, den Kamin anzumachen, mache ich Kerzen an. Dann habe ich hier auch noch als Kerze aufgebraucht die Domol Black Wood. Ja, auch die ist richtig schön ausgebrannt. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also die brennt ganz, ganz klasse aus, finde ich. Ja, ich habe mich geschminkt. Dementsprechend ist dann auch eine Reinigungsseife für Kosmetikpinsel aufgebraucht worden von Da Vinci. Die habe ich immer an so einer Halterung, die ich per Saugnapf an unseren Fliesenspiegel dran gemacht habe. So, ne, einfach dran und ist halt total easy. Ich finde die wirklich gut und die ist günstig. Also die kostet, glaube ich, im Angebot 6 Euro oder so bei Amazon. Und da habe ich mir letztens, als so ein Angebot war, die irgendwie nur 5 Euro oder so gekostet haben, 6, 7 Stück von geholt. Ich mag die sehr, sehr gerne. Kann ich euch wirklich empfehlen. Invisibobbles habe ich leer gemacht. Slim. The Elegant Hair Ring. Jo, kann ich immer wieder, ne, in Anwendung nehmen. Ich habe jetzt auch gerade einen Invisibobble drin. Das verhindert halt Haarbruch und ist in dem Sinne ja eine ganz gute Geschichte für die Haare auch. Dann sind hier so viele Masken noch. Oh mein Gott. Von Dalton habe ich hier die iPads. Die sind richtig, richtig toll. Das sind die Hydrogel-Dinger. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, die haben mehr jetzt in dem Set drin, dass die dann pro Maske günstiger geworden sind. Also pro Augenpatch. Tschüss. Im Set, was? Was ja immer zwei Stück in einem so einem Ding drin. Also pro Sachet sind die jetzt auch günstiger geworden. Und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Das hält sehr, sehr gut. Das ist nichts, was dir irgendwie runterfällt, wenn du dich bewegst oder so. Damit kannst du staubsaugen. Damit kannst du alles Mögliche machen. Du kannst damit hüpfen. Du kannst damit alles Mögliche. Das ist total super. Kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht von Avant. Die Rose Quartz Hyaluronic Sweet Almond
Avocado-Oil-Maske. 50 ml waren hier drin. Das ist halt eine Tubenmaske gewesen. Ist, also ich sage es immer wieder bei Avant-Produkten, ich finde, Avant-Produkte sind ungefähr das Viertel von dem Wert, oder ich persönlich würde ein Viertel von dem dafür ausgeben, was dafür ausgerufen wird als Preis. Denn die Produkte sind per se nicht schlecht, die sind gut. Ne? Das hier war auch eine ganz, ganz tolle Maske, die die Haut wirklich schön gemacht hat. Aber ich würde im Leben da nicht die 100 Euro oder was das kostet dafür ausgeben. Das finde ich einfach total utopisch, ne? Was die sich da überlegt haben. Komische Preispolitik. Dann habe ich von Balea die Kopfhaut-Balance-Geschichte aufgebraucht, das Ansatz-Balsam-Produkt. Das hatte ich mal aus Trashy rausgenommen. Man sollte, wenn man das verwendet, am nächsten Tag jetzt nicht unbedingt irgendwas vorhaben, wo man schöne Haare haben will, weil das Ganze doch die Haargeschichte sehr fettig aussehen lässt, ne? Also du kriegst dadurch schon sehr strähnige Haare, aber es hilft halt wirklich. Also wenn ich so trockene Stellen an der Kopfhaut habe oder Juckreiz oder so, ist das schon ein Produkt, was da hilft. Sensible und trockene Kopfhaut, gestresstes Haar schon, ne? Aber da sieht es halt echt aus, als hätte sie irgendwie ein paar Tage die Haare nicht gewaschen. Das ist, muss man selber für sich entscheiden, muss ich sagen. Dann habe ich hier Beauty Hyaluron Hydrogelmaske von Balea aufgebraucht. Nachweisbare Reduzierung der Faltentiefe. Das ist eine richtig, richtig gute Maske. Eine dünne, zweiteilige Hydrogelmaske für Straffheit und leichte Feuchtigkeit. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Wirklich. Aber ich glaube, das sagen alle, die die Maske mal irgendwann gemacht haben und in die Kamera halten oder es ihren Freundinnen empfehlen, oder? Dann habe ich hier von Isana Verwöhnmaske, lass die Seele baumeln mit Hyaluron, Aloe Vera und Pfingstrosenextrakt aus dem Trendturm. Topfließ, Pflege eher dezent, ne? Also bei Isana-Masken hast du halt entweder Glück mit dem Vlies, dass du so ein schönes, dünnes Vlies hast, oder du hast den Griff ins Klo, dass es halt irgendwie gefühlt 5 Meter dick ist. Und ja, aber es war das gute Vlies. Hier habe ich, ich weiß nicht, ob die gekippt war, aber eigentlich ist die, nee, das ist eigentlich eine neue Maske gewesen. Garnier Skin Active Vitamin C. Ja, Tuchmaske getränkt. Das ist diese 5-Minuten-Geschichte. Duft war nämlich echt übel. Viel zu krass. Reinigungsmittel, danach hat das gerochen. Vlies und Pflege fand ich aber richtig gut. Und ich mag eigentlich diese, ja, Ampullenmasken von Garnier Skincare. Aber dieses Ananasextrakt war nicht so meins. Dann habe ich hier noch etwas gemacht. Das ist immer so witzig. Die gab es mal im Ausverkauf bei Purish, ne? Und da könnt ihr ja, wie gesagt, 20% auf alles sparen. Und jetzt gibt es die Marke da aber, glaube ich, nicht mehr. Vamisa. So. Organic Seeds Hydrogelmaske. Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil das so aus biofermentierten Inhaltsstoffen ist, ganz natürlich. Aber du fühlst dich auch ein bisschen, als hättest du deinen Kopf in Biomüll getankt. Das ist echt so. Beruhigend, weichzeichnend und für ein glossy Finish. Definitiv hat es auch gemacht. Ne? Ganz toll. Zweiteiliger Glibberflibber habe ich hier drauf geschrieben. Da war nicht nur Spaß. Aber nur abends, da fermentiert, nicht mit Creme harmoniert. Das krümelt, genau. Das ist halt das Problem. Aber es ist halt eine schöne Pflege gewesen und es war irgendwie auch ein tolles Finish, aber ja, glibberig halt. Hier habe ich dann meine Lieblingsmaske am Start, die Dalton Hydro Lift Face Care Biozellulose Maske. Die ist einfach großartig. Die hält dir wie ein Saugnapf am Gesicht und spendet richtig schön Feuchtigkeit, richtig tiefenwirksam. Und sie ist dir Geld wert. Ich kann es wirklich immer nur noch sagen. Du kriegst da 2-3 Anwendungen wirklich raus, also indem du die halt 2-3 Mal verwendest. Immer wieder schön zusammenfalten, hier reinpacken und am nächsten Tag wiederverwenden. Und wichtig, wichtig, wenn ihr das macht, dass ihr Masken auch wiederverwendet am nächsten Tag, solltet ihr die Masken auch im Kühlschrank lagern. Ne? Denn es kann immer sein, gerade wenn du die im Badezimmer lagerst, mit den Temperaturschwankungen, dass die Masken da nicht ganz so mitspielen, gerade weil ja die Hersteller immer mehr zusehen, dass sie auch recht natürliche Inhaltsstoffe verwenden, dann packt die am besten in den Kühlschrank. Das ist halt wie ein offener Saft, ne? Den bewahrst du ja auch im Kühlschrank auf und nicht irgendwie in der Küche, also offen. Dann habe ich noch ein bisschen, ich habe nichts, also heute gut aufgebraucht, aber jetzt nicht so verkehrt. Dann habe ich hier von Baby Dream die Extra Sensitive Feuchttücher. Mögen wir nicht so gerne wie die, die wir von Amazon haben, die ich heute gar nicht gezeigt habe. Aber die sind solide, kann man auf jeden Fall machen. Hatten wir in der Box drin. Dann hier die Q-Tips, da hatte ich ein Tauschpaket mal gehabt. Ich glaube, mit Sarah Jasmin war das damals, ne? Das ABC-Tauschpaket. Ja, das sind halt die originalen Q-Tips gewesen. Sind gut. Kann ich gut gebrauchen. Und wir haben einfach ein Kind,
Und wenn ich die Flusen zwischen seinen Füßen, also zwischen seinen Zehen oder seinen Fingern wegmache, mache ich das einfach gerne mit solchen Q-Tips. Das finde ich irgendwie schöner. Dann habe ich noch weitere Ampullen aufgebraucht, aber ich glaube, das war aus den Ampullensets, ne? Die Q10 habe ich nochmal aufgebraucht, dann nochmal die Q10. Ja, ne? Also halt die kompletten Sets, die ihr hier seht. Genau, Sleeping Beauty, Oh My Blush. Wisst ihr Bescheid. So, dann habe ich hier noch eine Maske von Emma Hardy, die Purifying Pink Clay Detox Mask. Die fand ich ganz okay. Die war auch in Trashy drin, da waren glaube ich noch zwei Anwendungen drin oder so. Ich mag den Duft von Emma Hardy einfach nicht so gerne, weil mir das einfach zu stark parfümiert ist. Aber die Pflege an und für sich fand ich gut. Dann habe ich hier noch von Emma Hardy, auch von Emma Hardy, Brilliance Facial Oil. Hihi. Habe ich mir hier dran geschrieben. Hihi bei Brilliance. Oh Gott. Manchmal, ne? Habe ich für die Mumu verwendet. Ja, sie war nachher brillant. Und als letztes Produkt, und dann haben wir hier diesen Buttig geleert, da sind nur noch Krümel drin, von Samian. Das ist die Marke von Sarah Harrison und ihrem Mann, also von Dean Harrisons quasi. War keine Maske, war eine Creme. Daily Moisturizing Face Cream. Die fand ich leider gar nicht so gut, weil die halt auch gekrümelt hat auf dem Gesicht und nicht ganz so toll mit meinen weiteren Pflegeprodukten so funktioniert hat. Und deswegen würde ich die jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich habe jetzt auch noch unten im Badezimmer eine Maske, da bin ich mal gespannt. Ob der Duft auch so komisch kräuterig ist wie bei dieser Gesichtscreme, bin ich jetzt nicht so ultimativ von überzeugt, muss ich gestehen. Ja, aber ich bin überzeugt davon, dass ich euch doch einiges zeigen konnte, denn ich habe gut was aufgebraucht, oder? Ja, denkt auf jeden Fall an die ganzen Codes, denkt dran, in der Infobox vorbeizuschauen, falls ihr möchtet. Ansonsten wäre es das hier auch gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Also weg damit, habe ich das, glaube ich, dieses Jahr genannt. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!